Hallo meine lieben Jungfrauen, herzlich willkommen zu eurer Legung für den Monat Februar. Ergänzend zu eurem Sonnenzeichen, sprich Sternzeichen, könnt ihr auch die Videos nach eurem Mondzeichen und Aszendenten schauen. Wir schauen jetzt mal, was euch so erwartet und wir lassen uns jetzt mal völlig intuitiv leiten. Für die Jungfrauen im Februar, was geschieht? So, wir haben hier den Hierophanten. Wir haben die Sonne, Grimalkin, die Sieben der Münzen, die Königin der Stäbe, die Gerechtigkeit und die Fünf der Kelche. Okay, meine lieben Jungfrauen, was bekomme ich hier für euch rein? Also, ich habe erstmal das Gefühl, dass ich diese untere Reihe deuten möchte. Und dann gehen wir weiter. Ich werde auch noch Orakelkarten ziehen. Für mich sieht es so aus, als ob du auf irgendetwas wartest. Ja, hier sind die Sieben der Münzen, die Königin der Stäbe. Du wartest auf etwas. Mit der Königin der Stäbe habe ich das Gefühl, dass du auf etwas wartest, damit irgendeine Aktion stattfindet, damit irgendetwas in Angriff genommen werden kann, damit Entwicklung stattfindet, dass irgendetwas sich bewegt, also Action, etwas soll passieren. Ja, das ist kein passives Warten, sondern es ist mehr so ein aktives Warten. Du wartest darauf, dass jetzt endlich irgendetwas geschieht. Es kann auch sein, dass du ein bisschen ungeduldig bist, das könnte es auch sein. Vielleicht geht es um eine Entscheidung. Also vielleicht hat dieses Warten damit zu tun, eine Entscheidung zu treffen. Vielleicht wartest du noch auf etwas Bestimmtes, um dich entscheiden zu können. Oder du wartest darauf, dass etwas möglich wird, damit du diesbezüglich eine Entscheidung treffen kannst. Auf der anderen Seite kann es auch darum gehen, dass du auf einen Ausgleich wartest. Die Gerechtigkeit spricht immer davon, dass es um Energien geht, die irgendwie ausgewogen sein möchten oder die in irgendeiner Form ausgeglichen werden sollen. Sprich, wenn du zum Beispiel eine ganz bestimmte Phase hattest in deinem Leben, die zum Beispiel eher passiv war und da ist nicht viel passiert und es war langweilig, dann gleicht sich das Ganze aus und dann kommt eine Phase der Aktivität, ja, der Action, also wo mehr los ist. Für mich sieht das so aus, als ob du bereit bist, endlich irgendwie durchzustarten, loszulegen, in die Aktion zu gehen, aber aus irgendeinem Grund wartest du noch und hältst deine Energie hier irgendwie zurück. Und ich habe wirklich das Gefühl, es geht irgendwie um Entscheidungen oder um einen Ausgleich, vielleicht auch um Fairness, irgendetwas, was hier nicht fair gelaufen ist. Das könnte auch sehr gut der Fall sein. Dadurch, dass wir hier die Fünf der Kelche nebendran haben, könnte es sehr gut sein, dass du in Bezug darauf niedergeschlagen bist oder dass dich da etwas traurig macht. Vielleicht hast du hier mehrere Versuche gestartet und die sind alle gescheitert. Ne? Wir haben hier drei Kelche, die umgekippt sind. Aber das soll dich nicht verunsichern, weil wir haben hier im Hintergrund noch zwei Kelche, die stehen. Also es sieht für mich so aus, als ob du wartest. Du willst jetzt endlich etwas entscheiden, etwas soll endlich stattfinden. Aber du verlierst auch so ein bisschen den Mut, habe ich das Gefühl, dass du hier einfach schon mehr Dinge versucht hast oder mehrere Versuche gestartet hast und die sind alle gescheitert. Es könnte dich so ein bisschen entmutigen oder so ein bisschen pessimistisch stimmen in Bezug darauf. Trotzdem bist du hier die Königin der Stäbe. Also ich sehe dich trotzdem hier optimistisch, ja. Vielleicht so langsam geht der Optimismus hier verloren. Aber das Blatt wendet sich. Das sehe ich für dich definitiv. Für dich geht es darum, dich ein bisschen in Vertrauen zu üben. Ne, der Hierophant, das ist die erste Karte, die gefallen ist. Hier geht es ganz klar um Vertrauen. Vertrauen ins Universum, Vertrauen in dich selbst, Vertrauen in die Situation, Vertrauen in andere. Dass sich das hier schon ergeben wird, ne? Weil du wartest, du möchtest endlich, dass hier die Sonne scheint, ja? Du möchtest endlich, dass hier etwas möglich wird, dass etwas klar und deutlich wird, dass etwas sich endlich in der klaren Energie zeigt, ja? Genau, also so ein bisschen habe ich das Gefühl, so, okay,
Es ist so an der Schwelle, ne, gerade wo man den Mut verliert, und dann auf einmal wendet sich das Blatt und das Universum schickt dir auf einmal irgendwelche Zeichen, Symbole oder etwas geschieht, irgendwelche Ereignisse kommen auf, wo du sagst, hey, danke, ja, ich vertraue euch, ich merke, ihr seid da, weil das ist positiv hier. Die Sonne ist eine positive Energie. Die Sonne spricht von Lebendigkeit, von Lebensfreude. Also etwas macht dich hier absolut glücklich. Irgendwelche guten Nachrichten kommen, ein positives Ereignis, was diese Situation irgendwie verändert. Ich weiß nicht, ob es schon letztendlich dein Ziel ist oder ob es hundertprozentig das ist, worauf du hier wartest. Aber ich sehe definitiv etwas wirklich Positives, das du auch wahrnehmen wirst. Also das wird dir Freude machen. Du könntest sogar ein bisschen Luftsprünge machen, ja, oder total euphorisch sein und denken, wow, endlich, ja, endlich hat sich was gezeigt. Also das ist definitiv ein Hoffnungsschimmer. Das ist definitiv etwas, was dich in Freude versetzt. Ja, vielleicht geht es aber auch darum, dann noch abzuwarten, ob es letztendlich sich als das zeigt, was du, worauf du wartest. Ja, so habe ich ein bisschen das Gefühl. Es kann aber auch schon genau diese Sache sein. Aber hier sind so die ersten Anzeichen, hier sind so die ersten Hoffnungsschimmer, die wirklich sehr positiv zu werten sind. Und was ich auch sehr schön finde, durch diese Karte hier wird hier eben auch angezeigt, dass du hier in einer sehr reifen Energie bist. Also, dass du in das Vertrauen auch kommst. Also, du findest ins Vertrauen, dass die Dinge sich hier schon entwickeln werden, dass alles schon genauso kommen wird, wie du es dir erhofft hast oder wie du es dir gewünscht hast. Aber dass es vielleicht nicht jetzt unbedingt der Zeitpunkt ist oder dass das jetzt schon anfängt, aber das braucht noch Zeit, um sich zu entwickeln. Vielleicht ist das auch gerade der Punkt, warum du wartest. Vielleicht bist du mitten im Prozess. Es ist schon mittendrin. Es ist schon dabei, sich zu entfalten. Es braucht halt einfach nur eine gewisse Zeit. Ja, also nichts überstürzen. Es wird alles schon so kommen, wie es eben kommen muss. Und du bist auch in einer reifen Energie, du bist total im Einverständnis, du weißt, dass es gewisse Prozesse gibt, wo man einfach vertrauen sollte, ohne zu kontrollieren oder einzugreifen. Das wird dir bewusst werden, dass du merkst, okay, ich lasse es sich einfach jetzt entfalten. Oder dass du dir auch bewusst bist, wann ist es die Zeit zu handeln und wann ist es die Zeit, zu warten. Ja, also dass du mit der Zeit gehst, dass du völlig im Einverständnis bist, das ist jetzt vielleicht gerade einfach die Zeit. Aber ich kann dir sagen, hier wird etwas Positives geschehen für dich, liebe Jungfrauen. Etwas, was sich für dich absolut erhellen wird, ein positives Ereignis. Etwas, was dich glücklich macht, zufrieden macht und was dich wirklich optimistisch stimmt. Es kann auch sein, dass du einfach, du brauchst nicht mal einen Grund dafür, sondern dass es so aus, es kommt einfach natürlich aus deinem Inneren so eine Freude und so ein Vertrauen. Alles wird schon zur richtigen Zeit kommen. Es ist gerade dabei, sich zu entfalten. Und diese kleinen Enttäuschungen, die werfen dich nicht aus der Bahn. Ich werde jetzt noch ein paar Orakelkarten hinzuziehen, um das Ganze noch mal deutlicher zu sehen. Neuausrichtung, wir haben hier tatsächlich sehr viel. Wir haben die Neuausrichtung, Zurückblicken, Vorangehen. Wir haben die Erneuerung, neue Schöpfung und wir haben die Fülle, Glück, Wohlstand, Überfluss. Und das ist doch schon genau die richtige Reihenfolge. Also ich habe das Gefühl, du schaust hier zurück und du siehst hier genau das. Du siehst, ne, was ist hier, ne, sie schaut hier auch zurück. Sie schaut auf diese Kelche, auf diese Versuche, die nicht geklappt haben. Ja? Sie schaut hier drauf und denkt sich, oh Mann, ja, das hat alles nicht geklappt. Ich habe es jetzt schon mehrmals probiert. Aber hier haben wir die Eule, es ist die Weisheit, du bist weiser geworden. Du weißt, hier gibt es noch andere Möglichkeiten, es gibt neue Möglichkeiten. Das Leben ist ständige Entwicklung. Und du wirst nicht dahin kommen, wo du vor 10 Jahren warst, wo du vor 5 Jahren wirst oder warst oder wo du vor einem Jahr warst. Ja, dafür ist das Leben da, dafür lernen wir, dafür entwickeln wir uns weiter.
Das Leben verändert sich stetig. Ne? Du kommst immer weiter. Also schau auch, was du bis jetzt schon erreicht hast. Und schau nicht so sehr auf das Negative hier, was nicht geklappt hat, sondern richte dich neu aus. Vorangehen. Ja, also es geht um eine Neuausrichtung. Wo du jetzt wirklich dann auch nach vorne schaust und sagst, okay, dann gucke ich jetzt halt, wo geht's jetzt für mich hin? Ja, in welche Richtung darf ich mich denn jetzt bewegen? Und das ist die Erneuerung. Es geht hier um neue Schöpfungen, es geht um neue Versuche. Neue Versuche, die dann auch klappen. Neue Versuche, die erfolgreich sind. Also, keine Angst. Probier es neu aus. Mach es anders. Ja, Neuausrichtung, Erneuerung. Hier ist sehr viel Neues, wie du merkst. Ne? Also, es geht jetzt für dich wirklich darum, neue Erfahrungen auch zu sammeln. In eine neue Richtung zu gehen und nicht das Alte nochmal zu wiederholen. Du schaust hier zurück und du guckst, was war hier vorher? Aber das ist nicht mehr. Das ist einfach nicht mehr. Es geht jetzt in eine neue Richtung und es geht in Fülle, Glück, Wohlstand und Überfluss. Und das ist hier die Sonne. Ja, also hier machst du jetzt positive Erfahrungen. Absolute Transformation, absolute Veränderung. Hier kommen jetzt wirklich gute Ereignisse rein, glückliche Ereignisse rein, Positives, was sich hier für dich zeigt. So, ich hätte gerne noch eine Karte dazu. So, das sieht doch wunderbar aus. Was haben wir hier für die Jungfrauen im Februar? Sei über die dunklen Tage des Lebens erhaben, kämpfe nicht, sondern vertraue, das Licht kehrt immer zurück. Und das ist genau das Bild hier. Ja, sei über die dunklen Tage erhaben, das sind diese dunklen Tage. Du stehst da drüber, vertraue, der Hierophant, das Licht kehrt immer zurück, die Sonne. Also du kommst hier in eine lichtvolle Energie, du kommst hier in eine positive Energie rein. Du stehst da drüber, du weißt, dass sich die Dinge hier nicht wiederholen, sondern hier sind Neuanfänge, hier sind neue Möglichkeiten und genau die bringen dich weiter. Genau die führen dazu, dass du das Licht hier dann auch siehst. Ja, dass du aufstehst und erkennst, hey, ich mach's neu, ich mach's anders. Und das bedeutet nicht, dass ich wieder scheitere. Ich hätte gerne hier ein paar Infos zur Sonne. Wobei, schauen wir doch mal erstmal, was hier die, worauf du wartest. Ja, 7 der Münzen hätte ich gerne geklärt. Schauen wir uns das erstmal an. 7 der Münzen. Ja, du möchtest eigentlich, dass es schneller geht. Es ist genau das, du möchtest das Tempo verändern. Ne? Also es geht vielleicht nicht unbedingt darum, dass, ja doch, du wartest schon auf etwas, aber du wartest darauf, dass etwas schneller geht. Ja, dass hier Action kommt. Ne? Königin der Stäbe. Du wartest schon ungeduldig und denkst dir so, wann geht's jetzt endlich mal los? Wann geht's jetzt mal vorwärts? Also es reicht schon hier mit dieser Langeweile und mit diesem auf irgendwas warten. Nee. Und ich habe auch eher das Gefühl, dass es darum geht, dass du auch nicht mehr wartest, sondern dass du handelst. Ja, die Justice, die Gerechtigkeit, eine Entscheidung zu treffen, ins Handeln zu kommen. Weniger darauf zu warten, dass sich etwas ändert, sondern dass du etwas veränderst. Ja? Du machst den Wandel hier möglich, du bringst irgendwas nach vorne. Schauen wir mal, was die Sonne hier bedeutet. Ich hätte gerne eine Info zur Sonne. Der Ritter der Stäbe. Oh, interessant. Okay, also entweder geht es hier tatsächlich um eine andere Person. Ja, das könnte es sein, weil wir haben hier die Königin der Stäbe und den König der Stäbe und die passen sehr, sehr gut zusammen. Ja, die sind in der gleichen Energie. Es kann aber auch sein, dass du dich hier weiterentwickelst, also dass du sozusagen von der Königin der Stäbe, die hier erstmal noch sitzt, ja, und die schon bereit ist zum König der Stäbe, wie es der sagt, so jetzt machen wir aber mal, ne? Und der steht hier schon auf, der sagt, jetzt machen wir das aber mal. Und wenn ihr die beiden Originalkarten kennt aus dem Tarotdeck, die Königin und der König der Stäbe, man sieht, dass beide
obwohl sie sitzen, besonders beim König der Stäbe sieht man das sehr stark, der ist dabei aufzustehen, ja, so dass er so seinen Stab auf den Boden stößt und der will schon aufstehen, ja, der ist schon auf Zack, der geht los. Bei der Königin der Stäbe sieht man das auch ein bisschen, aber die sitzt erstmal noch so, ja. Die wartet hier erstmal noch. Und genau hier sieht man das auch, ja, mit den Katzen. Die ist hier auch schon bereit, aber er hier, er richtet schon hier seine Pfote aus, damit hier endlich mal dieser Vogel gefangen wird. Und so nehme ich dich auch wahr. Also du richtest dich neu aus. Du triffst eine Entscheidung, die zu positiven Ereignissen führt, die nicht eine Wiederholung von irgendwelchen alten Enttäuschungen sind, sondern im Gegenteil, es fruchtet hier, weil du vielleicht auch reifer geworden bist, weil du daraus gelernt hast, was kann ich anders machen, ja? Wie war es denn vorher? Also dein Bild oder dein Bezug in Bezug auf diese Situation oder diese Angelegenheit hat sich ein bisschen verändert. Und du erkennst jetzt mehr, wie es richtig geht oder wie auch die richtige Einstellung ist. Also alles hängt von der Einstellung ab. Wenn du natürlich hier erwartest, oh, das wird wieder blöd, dann wird es auch blöd. Ja, also dann irgendwie wird es dann auch blöd. Ne? Irgendwie ist das dann so, man verdirbt sich das selber so ein bisschen, habe ich das Gefühl, mit so einer Einstellung. Anstatt vielleicht ein bisschen unvoreingenommener zu sein und zu sagen, hey, ich mache das Beste draus und egal wie es kommt, ich weiß, dass es positiv für mich ist und ich sehe es auch positiv, weil es mich in meiner Entwicklung einfach weiterbringt. Ja, und das nehme ich hier bei dir wahr. Also es ist hier etwas Positives und es hat mit Aktion zu tun. Ne? Du handelst hier und es ist irgendwie so ins Glück hinein. Es kann aber auch hier sehr gut zwischenmenschlicher Natur sein, dass du hier mit einem König der Stäbe zu tun hast oder einer Königin der Stäbe. Ne? Also, dass ihr hier miteinander irgendwie was Schönes macht. Vielleicht ein schönes Treffen oder irgendwie so viel zu lachen habt. Es ist irgendwie positiv, es ist angenehm und schön. Ne? Die Sonne, das ist immer so. Oh, man freut sich, man hat viel zu lachen. Also jemand, mit dem du auch Spaß hast hier, ja, mit dem du irgendwie Freude hast am Leben. Ob das jetzt ein Freund ist, eine Freundin ist oder ja, irgendwas romantischer Natur, das sei dahingestellt. Aber das ist hier irgendwie positiv, das ist schön und man freut sich. Ja, und man kommt irgendwie auch ein bisschen so wieder ins Vertrauen zurück in Bezug auf das Leben und dass die Dinge sich hier zum Positiven wenden. So nehme ich das hier für dich wahr. Ja? Ja, meine lieben Jungfrauen, das war es auch schon. Das war eure Legung für den Februar. Falls ihr persönliche Hilfe braucht, könnt ihr mich sehr gerne kontaktieren. Ich biete astrologische Beratungen an und Kartenlegungen. Außerdem könnt ihr auch schriftliche Horoskope bei mir bestellen. Schaut mal unter dem Video, ist alles verlinkt, was ihr dazu wissen müsst, was ihr braucht. Ich freue mich auch, wenn ihr diesen Kanal unterstützt durch ein kostenloses Abo, einen Daumen hoch, einen lieben Kommentar. Ich sage vielen Dank fürs Zuschauen und würde sagen, bis zum nächsten Video.